Über diese Erkenntnisse wollen wir sprechen mit Professor Niels Kocher. Er ist Angiologe am Universitätsspital in Zürich. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Professor. Schönen guten Tag. Haben Sie bei sich ähnliche Erfahrungen gemacht wie die Kollegen vom UKI in Hamburg? Vermehrte Embolien und auch Thrombosen? Ja, dramatisch viele. Ich denke, wir haben diese Krankheit völlig falsch beurteilt. Es ist nicht eine klassische Virusinfektion, das Coronavirus. Es ist insbesondere eine Gerinnungsstörung. Und die Literatur hat sich dramatisch entwickelt in den letzten Tagen. Wir haben auch einige Beiträge leisten können in den letzten Tagen. Und wir können jetzt sicher sagen, dass die wichtigste Todesursache bei Coronavirus eine Lungenembolie darstellt. Das sind also große Blutgerinnsel, die aus den Beinvenen kommen und dann plötzlich sich ablösen und mit dem Blutstrom durchs Herz in die Lunge transportiert werden. Und im schlimmsten Fall kann so eine Lungenembolie eben zum plötzlichen Herztod führen, wenn genug Blutgerinnsel nach oben geht und einen Großteil der Lungenzirkulation verstopft. Und die Patienten versterben am Herzversagen. Herr Professor, was aber konkret macht das Virus dann im Körper, dass es zu diesen Folgen kommt, die Sie gerade geschildert haben? Was passiert da? Also ich denke, ein Großteil des Mechanismus kennen wir inzwischen. Und zwar haben wir auch hier in Zürich beschrieben, vor 2 Wochen erstmals, dass das Coronavirus dockt ja an bestimmte Rezeptoren zunächst in der Lunge an. Und leider Gottes sind die gleichen Rezeptoren auch auf der Gefäßinnenwand in den meisten Organen, insbesondere im Darm, in der Niere und in verschiedensten anderen Organen vorhanden. Und das führt dazu, dass die Viren dort quasi andocken an die Gefäßinnenwand, an diese sogenannten Endothelzellen und dort eine Entzündung auslösen. Und wir wissen, dass diese Endothelzellen sind vollgepackt mit giftigen Stoffen, so nenne ich das mal, die sogenannten Zytokine. Und diese Stoffe sind sehr wohl bekannt, dass sie zu einer Gerinnung, also zu einer Überreaktion der Blutgerinnung führen und damit diese Thrombosen und tödlichen Lungenembolien auslösen. Die Kollegen in Hamburg haben heute dargelegt, dass sie glauben, niedermolekulares Heparin als Therapie zum einen ambulant, zum anderen bei schwereren Fällen auch stationär, dann wohl auch höher dosiert, wenn ich das als Laie richtig verstanden habe, könnte helfen. Sind Sie dabei, den Kollegen in Hamburg? Absolut. Also ich möchte erstmal den Kollegen in Hamburg um Herrn Püschel gratulieren. Das ist unglaublich, auch der Mut, den sie bewiesen haben, auch gegen die Empfehlung des RKI trotzdem die Autopsien vorzunehmen. Es war höchste Zeit. Ich glaube, es war eben eine falsche Empfehlung vom RKI. Wir haben viel zu lange gebraucht, um das herauszufinden. Und ein weiterer Grund ist eben auch noch, dass eben bei diesen infizierten Patienten, die ambulant gemanagt werden, die werden ja gar nicht untersucht. Praktisch keiner erhält eine Blutuntersuchung. Sowieso sucht man bei niemandem nach einer Thrombose oder Embolie. Die werden quasi nach ihrem Abstrich sofort in die häuslichen Quarantäne geschickt. Und da versterben die Patienten. Wir denken, die überwiegende Mehrzahl der Patienten stirbt plötzlich zu Hause. Ich glaube, in Deutschland weiß immer noch kein Mensch, wo die Patienten sterben. Man hat so viele Tote in Deutschland und das RKI weiß nicht, wo die Patienten verstorben sind. Und das ist der springende Punkt. Wir haben zu lange gebraucht und die Patienten, die werden schutzlos nach Hause geschickt mit fiebersenkenden Mitteln und nicht geschützt gegen diese Gerinnungsstörung. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass im Moment die Blutverdünner nicht in der ambulanten Medizin empfohlen sind von den internationalen Richtlinien. Und das ist auch der Grund, dass praktisch kein Patient mit Coronavirus eine Thromboseprophylaxe erhält zu Hause. Im Spital, also im Krankenhaus, ist das inzwischen klar. Alle Patienten, also fast alle Patienten, erhalten sogar eine hochdosierte blutverdünnende Therapie, weil wir eben sehen, dass die Patienten extrem viel Gerinnsel entwickeln. Und die Patienten im Krankenhaus, die sind weitestgehend geschützt. Jedoch nicht die Patienten, die überwiegende Mehrheit der Patienten, die ambulant
zu Hause in häuslicher Quarantäne sind. Herr Professor Kocher, wenn ich aber zum Beispiel, ich habe Symptome, es wird Covid-19 bei mir festgestellt, ich habe aber einen eher, ich sage mal in Anführungsstrichen, milden Verlauf und nehme dennoch Heparin, kann es da dann bei meinem sonst vielleicht eigentlich gesunden Körper zu Nebenwirkungen kommen, die möglicherweise dann schlimmer sind als der Nutzen, den ich hätte? Wir glauben nicht, weil die niedermolekularen Heparine, die wir ja testen wollen, jetzt in einer großen Studie, die sind gut dokumentiert für Patienten im Krankenhaus, also auch relativ schwer kranke Patienten, wo wir eigentlich mit mehr Komplikationen rechnen müssen. Und wir wissen, was kann passieren, wenn man einen Blutverdünner nimmt? Man könnte eine Blutung entwickeln. Und wir wissen, dass eigentlich das Blutungsrisiko mit dieser Thromboseprophylaxe sehr gering ist, also unter 1%. Und wir glauben, dass der Benefit, den wir rausholen, nämlich genau dann, wenn man milde Symptome hat einer Corona-Infektion, bevor die Gerinnungsstörung sich entwickelt, die Menschen schützen können mit einer Thromboseprophylaxe. Nun ist es, wir haben uns auch lange gefragt, sollen wir das jetzt schon empfehlen, dass man das einfach so macht? Und wir haben uns mit den Behörden, mit den Zulassungsbehörden hier in der Schweiz abgesprochen und wir sind der Meinung, wir können das im Moment nicht empfehlen. Und darum machen wir jetzt diese große Studie hier in der Schweiz mit 1000 Patienten, wo wir quasi eine Münze werfen und jeder zweite Patient wird die Thromboseprophylaxe kriegen zu Hause. Und dann hoffen wir, dass wir eben hier einen deutlichen sogar Überlebensvorteil nachweisen können in dieser Studie. Und wie wollen Sie verhindern, dass diejenigen, die, ich sage mal, die schlechte Seite der Münze gewonnen haben, nicht sterben? Genau. Also im Moment ist es eben so, das ist eine ganz schwierige ethische Frage. Im Moment ist es ja so, dass die Patienten, sage ich mal, im Standard of Care getestet werden und dann nach Hause geschickt werden und die Patienten anweist, dass sie sich melden sollen, wenn es schlechter geht. Jetzt in dieser Studie haben wir eine enge Telefonüberwachung der Patienten geplant, dass selbst die Patienten, die in der Kontrollgruppe landen und eben keinen Blutverdünner im Moment erhalten, also wirklich täglich überwacht werden. Es müssen auch Angehörige Telefonnummern bekannt sein, dass wenn ein Patient nicht sofort das Telefon abnimmt, dass wirklich die Patienten streng überwacht sind und dass wir sofort reagieren können, wenn es dem Patienten schlechter geht. Die Studie soll also die Sicherheit gegenüber Standard of Care auch für die Patienten in der Kontrollgruppe verbessern. Herr Professor, letzte Frage, um die Diagnose vernünftig zu stellen und vielleicht auch eben Thrombosen und Embolien im Vorfeld besser zu erkennen. Was ist mit Maßnahmen wie zum Beispiel Computertomographie? Ich weiß, das ist wahnsinnig teuer, aber wenn man das im Prinzip zwingend bei jedem machen würde? Das ist eine super Frage. Also was wir inzwischen schon empfohlen haben aufgrund unserer Mailänder-Studie, die wir ja vor kurzem publiziert haben, bei 400 Patienten mit Corona haben wir eben gesehen, dass nur 10% der Mailänder-Patienten eine Computertomographie erhalten haben. Und wenn diese Tomographie gemacht worden ist, war jede dritte Untersuchung positiv auf Lungenembolie. Also eine dramatisch hohe Rate. Und damit wissen wir auch, dass wir das im Krankenhaus völlig unterschätzen. Also wir müssen erstmal im Krankenhaus bessere Arbeit leisten. Wir müssen großzügiger die Patienten testen auf Lungenembolien, damit wir sie entsprechend besser behandeln können. Und eine weitere Arbeit hat auch gezeigt, dass wenn man Intensivpatienten mit Coronavirus, also die auf der Intensivstation liegen, screent auf Lungenembolien, dann findet man diese in 69% der Fälle. Also es sind dramatisch viele Patienten, die diese Lungenembolien haben. Und wir müssen erstmal im Krankenhaus anfangen und hier bessere Arbeit leisten und viel großzügiger die Indikation zur Computertomographie stellen. Herr Professor Kocher, besten Dank, dass Sie sich so viel Zeit für uns genommen haben und für unsere Zuschauer. Viel Glück bei der Studie. Ich glaube, wir sind alle sehr gespannt auf die Ergebnisse. Wenn Sie dann da sind, hoffe